Ja, hallo, herzlich willkommen heute Abend zum Kalea Beer Tasting. Ich habe den Hans-Peter Hochstaffel, aber Staff genannt, hier da von Pinzgau Bräu. Ja, Pinzgau Bräu, was kannst du uns über eure Brauerei erzählen? Ja, es gibt in den kurzen Jahren, was wir jetzt die Brauerei schon haben, also vor 4 Jahren haben wir eröffnet, die Brauerei, und ja, es gibt einiges zu erzählen. Also wir haben mit den Spezialbieren 8 Biere am Start und einige von auch im Fassel, die Biere, und ja, es sind konventionelle Biere dabei, also ein Zwickel, also naturtrübes Helles, fruchtig, aber auch obergärig ist unser Zwickel, das was eben dieses Jahr im Kalender drin ist, im Kalea-Kalender. Ausgabe aber Österreich. Dann haben wir eben ein helles Weißbier, weil in die Nähe zu Bayern natürlich haben wir diese Geschichte, dass eben da bei uns Weißbier sehr gut, wenn es schmeckt, zu verkaufen ist, und ich glaube, die Kunden sind zufrieden, das passt. Dann haben wir ein dunkles Weißbier, ein alkoholfreies Weißbier, ein Pale Ale, was natürlich das modernste Bier ist, aber die Drinkability von unserem Weißbier ist, Pale Ale, ist wirklich sehr, sehr gut für die Resonanz von den Kunden, weil ich mache eine handelsübliche offene Gärung, alle Produkte von mir, und dann werden sie in den Flaschen oder in den Fässern vergoren und Hauptgärung offen und dann Flaschen oder Tankgärung. Und dann haben wir noch einen Coffee Stout regional und einen Bock zurzeit haben wir am Start. Ja, schön. Also ich freue mich immer, wenn Brauer noch auch Fassgärung machen, weil das ist ja tatsächlich was, wo man sich wirklich dem Handwerk nochmal verschreibt. Man kann keine großen Mengen machen, man braucht unwahrscheinlich viel Platz zum Lagern. Das machen nur Leute, die wirklich auch die Liebe zum Produkt haben. Von daher freut mich das immer zu hören. Und ja, jetzt haben wir hier ein Bier. Genau das, was ich noch nicht vorgestellt habe. Sorry, dass ich dich unterbricht. Das ist der Phönix aus der Asche. Das ist eben das letzte Bier, was ich vorher noch nicht genannt habe. Das ist eine Spezialität, mein Bier mit den meisten Ecken und Kanten. Da ist ein getorftes Whisky-Malz drinnen, also nicht typisches Bamberger Rauchbier, das über Buchenholz geräuchert wird, sondern das ist ein getorftes Whisky-Malz. Und das gibt diesem Bier eben den schönen Charakter. Das hat mich sehr neugierig gemacht. Ja, und auch der Name deswegen Phönix aus der Asche, denn ich habe eine kleine Halle von 400 Quadratmetern und die ist abgebrannt vor 7 Jahren und dann wurde eben die wieder dann in ein paar Jahren, innerhalb von 2 Jahren wieder saniert und repariert. Und deswegen ist dieses Bier entstanden wie Phönix aus der Asche, deswegen dieser Name, eben aus der abgebrannten Halle, und man riecht den Rauch noch im Bier und diese schönen Geschichten. Ja, sehr schön. Also, jetzt bin ich aber super neugierig, ich würde sagen, wir machen es mal auf. Plopp. Ich habe gestern beim Biersommelier gelernt, man soll nicht Pling machen beim Einschenken. Aha. Das, genau, war mir neu. Und jetzt achte ich da immer penibels drauf. Aha. Okay. So. Also, das habe ich jetzt auch wieder was gelernt, weil das habe ich auch noch nicht, nicht gewusst. Ja. Ich habe es auch noch nicht gewusst. So, den Phönix aus der Asche. Ja. Wohl. Gesundheit. Ja, man merkt, es hat eine schöne Bernsteinfarbe und ja, und wie du schon sagst, also der Rauch aus der Halle und aus dem Torf kommt da wunderbar zur Geltung. Also der Name ist Programm, Phönix aus der Asche, ein schönes, rauchiges Bier. Kann man wunderbar trinken. Super. Ja, wenn es eine Person bei dir noch gäbe, mit der du noch dich zum Bier verabreden könntest, egal ob tot oder lebendig, wer würde dir da einfallen? Elvis Presley. Elvis Presley. Ja. Das ist eine gute Wahl. Bei mir wäre es der Freddie Mercury gewesen. Ah, vielleicht, das wäre eine lustige Runde, wenn wir die zusammen an einen Tisch bringen. Dann, ja, Staff, vielen Dank, dass du heute hier warst. Und ich sage nochmal Prost. Und Prost auch an euch.